Diesmal bin ich für die Aufnahme ready. Ich bin noch am Nebenquest machen, weil ich die tatsächlich gar nicht so, so schlecht finde. Schledorn, hast du kurz Zeit? Ja, hoffe ich doch, das oder? Das habe ich nie. Es wird nicht lange dauern. Ich wollte nur wissen, ob bei dir alles in Ordnung ist. August macht sich etwas Sorgen. Er denkt, du könntest immer noch Selbstzweifel haben, obwohl wir die Sache mit dem Kyras ja klären konnten. Bedrückt dich noch etwas anderes? Manchmal hilft es. Ja, wir haben. Oh. Ja, wir haben geschlafen. August, der Kerl ist stur wie ein Esel. Aber ihm entgeht einfach nichts. Es ist. Hey, Justin! Das geht tatsächlich. Karon hat mir was gezeigt. Sowas hatte ich noch nie das zuvor geht tatsächlich. Gesehen. Ich war heute um 10 wach, aber da warst du ja schon, warst du ja dabei. Ein Schwert. War ich noch einkaufen und ich habe endlich mal dran gedacht, die richtige CO2-Flasche zu kaufen. Das Metall war nichts Besonderes, aber meine Fresse. Dass ich mir mal wieder Dingsbums machen kann. Damit könnte man einem Mann sauber den Kopf abschlagen. Und Wasser. Er würde es erst merken, wenn er ihm von den Schultern rutscht. Es geht. Also. Ich habe ein bisschen einen Kater, aber nicht Kopfschmerzen oder so. Das beschäftigt mich nicht. Es ist mehr als das. Aber meine Stimme ist irgendwie so ein bisschen. Es lässt mir keine Ruhe. Wie kriegt man eine Klinge so scharf? Ich drehe noch durch. Und wenn du wüsstest, wie, dann hätten unsere Fluchbrecher bessere Waffen. Genau mein Gedankengang, ja. Ich höre mich mal um. Jawohl. Schärfere Klingen können nie schaden. Und wir wollen ja nicht, dass du noch mehr schlaflose Nächte hast. Du kannst auch nicht anders, was? Gut. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Kater hast du eigentlich nur nach dem Saufen, wenn du Wassermangel hast. Mal sehen, was aber ich trinke hier eigentlich relativ genug. Und dementsprechend hält sich das alles gut in Grenzen. So, ich habe keine Ahnung, Charon. Ah, Torgal. Guter Hundi. Was willst du? Raus damit. Es geht um dieses Schwert, das du Schledorn gezeigt hast. Einschneidig und extrem scharf. Das ist ein Katana. An unserem Schmied hast du wohl einen Narren gefressen. Es geht eher darum, dass er sich in diese Klinge vernarrt hat. Sie scheint ihn verrückt zu machen. Oh, ich bin so im Eimer, ey. Es gibt nicht viele Schwerter dieser Art auf diesem Kontinent. Weißt du was? Und die sind wahrscheinlich alle in privaten Sammlungen. Darum habe ich auch schnell einen Käufer gefunden. Ich hole mir jetzt mal so eine. Also hast du mir jetzt mal meine Massagematte, ey. Das brauche ich. Die Namen meiner Kunden behalte ich für mich. Aber ich schätze, du hast nicht vor, mir Konkurrenz zu machen, also... Gut. Ich sag's dir. Aber dann war's das mit der Fragerei. Lord Ignaz heißt der Mann. Ein Dalmeker. Und leidenschaftlicher Sammler. Außerdem hat er mehr Geld als Verstand, weshalb er zu meinen Lieblingskunden zählt. Mehr Geld als Verstand. Ich habe ihm das Schwert in Dalimil verkauft. Vielleicht ist er noch da. Dann versuche ich es dort. Das tut gerade richtig gut. Ach, und er ist etwas exzentrisch. Also stell dich besser auf Ärger ein. Aha. Danke für die Warnung. Ich muss mal eine Sekunde. Ah, okay. So, wollen wir mal gucken. Reise nach Garvik. Machen wir erstmal eins nach dem anderen. Ich wollte eigentlich Ranch Simulator zocken, aber... Naja. Muss nicht zwingend sein. So wenige von euch. Geh mal schnell fertig hier. So, Wurmkarton.
Das Dorf sieht verlassen aus. Hm. Mal sehen, ob ich sein Haus finde. Ah, Gott sei Dank. Okay, wenn ich die Capture-Card also als Fensteraufnahme, als Anwendungsaufnahme starte. Inventar voll, Heiltrank wurde automatisch verwendet, okay. So, was haben wir denn hier? Im Hinblick auf das tragische Feuer in Kaer Morhen 873 und dem daraus resultierenden Wegfall eines Großteils unserer erfahrensten Späher wurden alle Festungen auf dem Festland angewiesen, die Ausbildung in geheimen Manövern, improvisierten Waffen und Attentatstechniken zu intensivieren und vielversprechende Kandidaten zur Prüfung nach Stonir zu schicken. Und dieser Bericht enthält Einzelheiten bezüglich des Fortschritts des in der Festung bei Garnik unternommenen Bemühungen, die Ränge unserer überaus geschätzten Späher wieder aufzufüllen. Okay. So, machen wir hier mal ein bisschen. Protokolle der Valuta-Armee. Wo hat er die denn? Eifotere, auch Wyvernzahn. Gekennzeichnet durch weiße Blüten und schwarze Wurzeln, welche beim Zerschneiden oder Zerdrücken eine tintenartige Flüssigkeit absondern. Bei den Stämmen im Norden Stirms ist es Brauch, die Haut von Armen und Beine mit Hilfe von Eichennadeln, welche in der Tintunktur getaucht wurden, zu ehren, ihrer heidnischen Götter mit eigentümlichen Mustern zu verzieren. Tattoos. Die in der Flüssigkeit enthaltenen Giftstoffe sorgen dafür, dass ein einzigartiger Tropfen mündlich eingenommen zu 5 Tage anhaltenden äußerst schmerzhaften Krämpfen führt. Kontakt mit einer offenen Wunde bedeutet den sicheren Tod. Gelegentlich beendet ein Missgeschick mit der Nadel das Leben eines jungen Kriegers. In diesem Falle wird geglaubt, der von ihm gewählte Muster eines Hautschmucks seien die Götter nicht zum Wohlgefallen gewesen. Na dann. Er hatte vielfältige Interessen. Der Mogri, kein Geist oder Fabelwesen, wird in philazisischen Volkszählungen öfters erwähnt als der illustrierte Mogri. Obwohl sie gelegentlich als spitzbüschige Kobolde oder Butzemänner ähnelnden Wesen dargestellt werden, sind sie in den meisten Geschichten etwas ungeschickte, jedoch der Menschen zugetane Wesen, die uns nur zu gern bei der täglichen Arbeit behilflich sind. Man sagt, sie hätten eine Schwäche für Süßes. Da stammt auch der Aberglaube, man dürfe keinen Kuchen oder sonstige Süßigkeiten unbedeckt über die Nacht liegen lassen. Sonst finde man am nächsten Morgen nur noch Krümel. Ihre äußerlichen Merkmale umfassen das weiche weiße Fell, welches sie am ganzen Körper bedecken soll, ausgenommen der kleinen dunklen Flügel, die sie auf sonderbare Weise in der Luft halten, und die bunten Bommel auf ihren Köpfen. Das Erstaunliche an diesen Kreaturen ist jedoch zweifellos, dass sie überhaupt existieren. Lächerlich, höre ich euch protestieren. Jeder weiß, dass Mokris nur in Märchen und Legenden vorkommen. Verständlich, doch bedenkt, in jeder Legende ein Quäntchen Wahrheit steckt. Und im Fall des Mokris vermutlich sogar wesentlich mehr als das. Alte Bestarien führen einen Maulwurf, dessen Füße den Boden nicht berühren. In ihren Listen der Kreaturen war Listas. Und die dazugehörigen Illustrationen stammen genau mit der Beschreibung der Mogri überein. Aber es ist natürlich richtig, dass heutzutage kein Aufenthaltsort lebender Mogris in Valistea bekannt ist. Vielleicht haben ihre kleinen Flügelchen sie in andere Gefilde getragen oder wurden sie bis zur Ausrottung gejagt. Oder vielleicht, nur vielleicht, leben sie immer noch unter uns, unter unserem Blick verborgen. Das ist also nicht das, was ich suche. Das ist auch nicht das, was ich suche. Giftpflanzen. Der Fall der Träger. Die Erscheinung der ersten Magiebegabten wurde weiterhin als Geschenk der Götter betrachtet. So auch der Name unter jenen mit der Begabung, heute gemein
gemeinhin bekannt sind. Höchstwahrscheinlich eine Verkürzung der damals in Schrift über üblicherweise verwendete Bezeichnung Träger des himmlischen Segens. Wer mit der Gabe geboren war, wurde als lebender Kristall betrachtet und meist mit hohen Ämtern und anderen Vorteilen für seinen Status als Auserwählter belohnt. Also eigentlich interessant, dass damals waren die halt sehr hoch gesehen, die Träger, also die Magie haben. Und jetzt halt irgendwie wie Sklaven, also hier in dem Spiel. Belohnt. Mit der Zeit wandelte sich diese Verehrung zu einer formalen Religion, angeführt von den Trägern selbst. Dies sollte zu ihrem Verhängnis werden. Die Nationen jener Zeit waren geeint in ihrer entscheidenden Ablehnung der Gründung dieser Kirche. Obwohl sie über jede Jahre Träger in Machtpositionen innerhalb ihrer eigenen Regierungsapparate gehievt hatten, misstrauten sie einer Organisation zum Vorteil von und geführt durch Träger. Daher wurden umgehend Maßnahmen eingeleitet, um die Macht der Kirche und ihrer Anhänger zu beschneiden. Mitglieder konnten keine öffentlichen Ämter mehr bekleiden. Viele Gläubige wurden aus ihren Häusern vertrieben und Versammlungen gewaltsam aufgelöst. Die Kirche antwortete auf diese Taten mit der Gründung einer freiwilligen Armee, um sich gegen die Unterdrückung zu wehren, welche jedoch weiter fortgesetzt wurde. So begann ein sich immer weiter zugespitzter Kreislauf von Gewalt, Hass, und der Graben zwischen jenen mit der Gabe und jenen ohne wurde breiter. Was mit Prügel und Straßenkämpfen begann, entwickelte sich schlussendlich zu einem erbarmungslosen Krieg, der ganz Valisthea für gut eine Generation vollends verschlang und die Zahl sowohl von Trägern als auch gewöhnlichen Menschen erheblich verminderte. Die purpurne Flut, welche das Land in Blut tränkte und sich unauflöslich in den Köpfen und Herzen der Menschen Valisthias festsetzen sollte. Nachdem der letzte Widerstand der Träger gebrochen war, unterzeichneten die Reiche Valistheas das Kontinentalabkommen, wodurch jenes System der Sklaverei festgeschrieben wurde, welches in allen Ländern bis heute herrscht. Der wohlbekannte Ausspruch »Träger sind keine Menschen« hat seine Wurzeln in jenem bitteren Krieg der Jahre zuvor und ist die einzige Rechtfertigung der Ungesegneten für ihre verhängnisvolle Weigerung, den Trägern das Recht auf die Bestimmung ihr eigenes Schicksal zu wählen. Das ist es. Interessant, ne? Stimmt. Ich muss damit zurück zum Versteck. Zurück zum Versteck. Boah, ich hab so eine trockene Kehle. Jetzt auf einmal, ne? Du willst schon gehen, Fremder? Wir haben dich beobachtet. Aus der Ferne. Beobachtet. Geistreich. Ich weiß, wer ihr seid. Dann müssen wir dir ja nichts mehr erklären. Gib mir das Buch. Schriften wie diese gehören in unserer Obhut. Obhut? Wollt ihr es verbrennen oder vergraben? Das entscheiden andere, nicht ich. Eines ist jedoch sicher. Dieser Text muss vom Antlitz der Welt verschwinden. Der will die Sklaverei aufrechterhalten. Dass unsere Geschichte erhalten bleibt. Dann können wir uns weitere Worte sparen. Wie du willst. Das Buch können wir auch deinen toten Händen entreißen. Ja, versuch's doch, du Lappen. Oh, komm schon. Das werden wir ja sehen. Der hat aber auch viel gefressen. Schluck das, du Lappen.
Hast du gerade nach meinem Hund gehauen? Du kleiner Lappen. Der kleine Penner hat nach meinem Dogo gehauen. So. Da gibt's erstmal auf die Fresse. Kannst du doch nicht machen, ey. Ist die Position der Kamera soweit in Ordnung? Oh, mir brennt so der Hals, ey. Es war aber cool. Wir waren sehr viele Leute. Hat Spaß gemacht. Aber wenn das... voller Abturner war, ey. Weißt du, da gebe ich mir so viel Mühe, einen guten Eindruck bei der Jessica zu machen, sondern erzählt die mir von ihrem Freund. Weil es wie keine andere Schrift, die Mädel, das kannst du doch nicht bringen. Der Menschen bekundet. Es aber es war okay, war jetzt nicht so tragisch. Ich hab's nicht böse gemeint. Hab nur wieder einen Korb kassiert. Die von den Göttern gesegnet war. Klingt diese Zusammenfassung korrekt? Ich weiß nicht. Du weißt es nicht. Dann ist dein Verstand stumpfer als dein Schwert. Ich helfe dir auf die Sprünge. Geschichte lässt sich nicht korrekt interpretieren. Das schiere Vonstattengehen von Geschehnissen ist leicht zu dokumentieren. Aber auf die Frage, warum etwas geschieht, hast du ja gestern schon dann abgelacht. Gibt es nicht die eine Antwort. Letzten Endes geht es darum, was das Volk glaubt. Wenn genug Menschen glauben, den Grund für ein Geschehnis zu kennen, erschaffen sie eine Wahrheit. Ihr wollt die Wahrheit kontrollieren. Wir wollen die Menschheit vor sich selbst schützen. Vor Wissen, war doch lustig, oder? Als Leid bringt. Das ist alles. Ich habe keine Ahnung, was ich gemacht habe. Behalt das Buch. Ich weiß, dass ich gestreamt habe. Die Welt ist klein. Wir sehen uns wieder. Bis dahin. Warte. So, jetzt. Renn dem. Mach den doch fertig. Renn der Mumie doch nicht hinterher. Erstmal zurück zu Vivien. Sie ist mir eine Erklärung schuldig. Ach, Vivien. Mausebein. Du hast LOL besoffen besser gespielt als nüchtern. Ups. Ja. Okay. Ups. Aber ist auch schön. Du hast LOL ein bisschen besoffen besser gespielt als nicht dann. Also okay. Vivien, Schätzelein. Vivien. Dein Buch. Ich hab's gefunden. Du hast... Das ist es. Danke, Clive. Ich hatte schon Angst, dass ich etwas Unmögliches von dir verlangt habe. Dass die Vollstrecker alle Exemplare an sich gerissen hätten. Mit einem Vollstrecker habe ich mich... unterhalten und ihn überzeugt, mir das Buch zu lassen. Chaco-Kommentariat, oh, das muss ich mir angucken. Wahrheit nur kollektive Überzeugung ist, dass auch eine Lüge zur Wahrheit wird, wenn alle an sie glauben. Oh ja. Es gibt niemals nur die eine Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Wahrheit ist biegsam. Wer genug Menschen von seiner Perspektive überzeugen kann, gewinnt das Recht, sie Wahrheit zu taufen. Wie auch an der Geschichte der Träger zu sehen ist. Dieses Buch hat dich also zum Studium inspiriert. Das Buch? Oder genauer seine Autorin. Sie war eine Ketzerin. Eine Kritikerin, die keine Angst kannte. Es gab keine Stadt, die nicht einen Garten für sie bereithielt. Sie war ihr Leben lang Außenseiterin und als solche stolperte sie über eine Wahrheit, die so gewichtig war, dass die Kontinente erzitterten, sobald jemand drohte, sie auszusprechen. Auch ich fühle mich der Menschenwelt manchmal nicht ganz zugehörig und sehe mich oft als Außenstehende.
Sie hat mich gelehrt, Einsamkeit als Segen zu sehen, nicht als Fluch. Und dass das, was man am Ziel seiner Reise zur Wahrheit findet, all die Opfer und all die Mühen, rückblickend wert gewesen ist. Denkst du das immer noch? Dass du nicht dazu gehörst? Ganz ehrlich? Inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Seit ich hier im Versteck bin, urteile ich weniger scharf. Vielleicht, weil ich die Menschen jetzt aus einer deutlich geringeren Distanz studiere als früher. Aber eigentlich Bock auf Final Fantasy 15 auch noch. Aber je länger ich hier bin, desto mehr lerne ich diese Nähe zu schätzen. Was hier mit diesen Autos? Ich beobachte nicht mehr von außen, aber das ist ja viel zu langweilig für euch. Wenn ich also darf, werde ich meine Arbeit hier fortsetzen. Vergiss nicht, Clive. Glaube hat die Kraft, Wahrheit zu erschaffen. Schenke den Männern und Frauen dieser dunklen Welt ein Stück Wahrheit. Mach, dass sie an dich glauben. So wie ich. Ich werde versuchen. Dann muss man eine LED-Kugel wieder anmachen. Versprochen. Ich habe keine Ahnung, was die sich gegenseitig versprochen haben, aber wenn es eine heiße Nacht ist, bin ich dabei. Vivians Barrett. Ach so, okay. Ich dachte schon, es wäre was anderes. Kann in Clives Zimmer betrachtet werden. Ganz, ganz toll. Habt ihr wenigstens gut geschlafen? Ich hab echt super gepennt. Ich vertrage aber auch nichts. Ich habe gestern echt nicht so viel getrunken. Lord Clive Rossfield, ihr seid gekommen. Mein Brief hat euch also erreicht. Ihr seid gekommen, hört sich falsch an. Ich bin Sebastian Rutherford, Haushofmeister des Anwesens eures Onkels. Ich weiß. Wir sind uns schon begegnet. Ja, Milord. Danke für euer Kommen. Was ist denn so geheim, dass ihr es nicht... Ich hab mal wieder viel zu viel Trinkgeld dort gegeben. Verzeiht vielmals, Milord. Ich wollte euch keine Umstände machen, sondern lediglich... Schon gut. Ich glaube, ich bin ein Fan von Ferrero. Ich habe hier Kinder Bueno, Kinder Schokobons, Kinder Schokofresh, Kinder Maxi King. Und dann wundere ich, warum ich immer fetter werde. Was ich erfahren habe, ist höchst beunruhigend. Der Fall der Mutterkristalle hat ganz Stürm in völligen Aufruhr versetzt. Die darauffolgende Verfinsterung des Himmels hat die Dinge weiter verschlimmert. Angriffe durch Arkasische geschehen nun fast täglich. Die Mühlen der Politik sind zum Stillstand gekommen. Und ohne eine ruhige Hand am Ruder droht die ganze Welt vollends ins Chaos abzugleiten. Euer Herr Onkel, so, ich habe jetzt noch drei Brötchen. Schicksal vermieden werden kann. Ein Stück Mohlenstrudel. Alles in seiner Macht stehende dafür tun. Ich habe noch ein bisschen Hähnchenbrust hier rumliegen. Also, ich habe ein halbes Hähnchen gekauft, weil die Brust war mir zu trocken. Deshalb habe ich habe noch so eine ganze Packung Salat. Erbieten, die den sieben ja, so den Fertigsalat. Oh, war schweineteuer. Jedoch... Ich habe bereits den Kontakt zu zweien von ihnen verloren. Beide sind kräftig und im Schwertkampf ausgebildet. Aber in diesen dunklen Zeiten mag selbst das nicht ausreichen, um sicher durch die Lande reisen zu können. Ihr wollt also, dass ich sie finde. Wohin waren sie unterwegs? Der eine sollte die Republik erkunden, der andere die ehemalige kaiserliche Hauptstadt Oriflam. Das grenzt es nicht gerade ein. Am besten arbeite ich mich... Wir hätten gestern Mario Kart spielen sollen. Vielen Dank, Mylord.
Ich werde für eure Sicherheit beten. Du bist schwach, Justin. Du bist schwach. Ich gehe eben duschen. Du bist ein Gamer. Du darfst nicht duschen. Dusche ist dein Feind. War ein Spaß. Viel Spaß. Wie soll ich einen einzigen Mann inmitten eines ganzen Landes finden? Hoffentlich kann mir jemand helfen. Kardamomon, Kümmel! Wie wär's mit ein paar schönen, scharfen... So, dann willst du also doch der Stadtwache beitreten. Der Kerl, dem der Laden hier gehört hat, ist abgehauen, als Drachenfang gefallen ist. So. Keine Vorkommnisse. Gut. Dann wollen wir mal. Jemand hat sich Ärger eingebrockt. Ich sehe deinen Herrn hier nirgends. Also warum leerst du nicht erstmal deine Taschen für uns? Aber ich sage doch, ich habe nichts. Dann begnügen wir uns wohl mit deinem schicken Gewand und dem Kristall an deiner Hüfte. Bitte! Diese Männer wollen mich ausrauben! Überlass sie mir. Danke. Bist du der Herr von dem da? Zahl, was er uns schuldet, und wir vergessen, dass du deine Klinge gegen Soldaten der Republik erhoben hast. Oder ihr verschwindet und ich melde euch nicht bei eurem Hauptmann. Oh, das kannst du gern versuchen. Er hat kaum Besuch, seit wir ihn umgelegt haben. Ach, Jungs. Die habe ich mit der linken Arschbacke bezwungen. Komm schon. Aber wir haben ein paar Fähigkeitspunkte bekommen. Das ist nicht schlecht. Ich hätte eigentlich Bock auf Hyper Dimension Neptunia, aber das will keiner. Erwartet, aber das waren gewöhnliche Soldaten. Das Heer der Republik ist ein anderes, seit es Kupka verloren hat. So etwas kommt also öfter vor? Sehr oft. Ich wurde hergeschickt, um mir ein Bild über diese Missstände zu machen. Von Rutherford nehme ich an. Er hat mich geschickt, um nach euch zu sehen. Nun, dafür danke ich euch. Ich hätte mich gegen einen, vielleicht zwei, verteidigen können. Aber gegen so viele? Ich kam vor einigen Tagen in Dalimel an. Aber als ich den Hauptmann, der gar nicht so aufsuchte, nicht mehr so viel Bargeld. Scheiße. Dabei hatte ich gestern noch so viel. Die Soldaten meine Sachen und sperrten mich ein. Ich würde gerne wissen, was ich gestern alles ausgegeben habe. 50 Euro in der Bar. Glücklicherweise konnte ich mich freikaufen. Heute und morgen noch mal knapp 30 Euro. Die ihr gerade erledigt habt. Und die dalmekische Heerleitung? Und knapp ein Zehner für Dingsbums. Sie würden doch Essen solche und so. Zustände in ihren Reihen nicht dulden. Okay. Ich vermute, sie wissen nichts davon. Ich hätte auch gestern keine 20 Euro Trinkgeld geben müssen. Der größte Teil der Armee hat sich in die Hauptstadt zurückgezogen. Aber wenn ich besoffen bin, ist mir das egal. Diejenigen, die zurückblieben, dann werde ich zu einem Scheinwerfer. Und sind niemandem Rechenschaft schuldig. Es ist schlimmer als vermutet. Kehrt zurück nach Rosaria. Hier ist es nicht sicher. Ich suche mir eine Karawane nach Norden. Bitte habt Verständnis, dass ich mir einen von den Gillbeuteln der Soldaten ausleihe. Das wäre erledigt. Und nun zum zweiten Kollegen von Rutherford. Vielleicht finde ich in Nordstedt eine Spur von ihm. Warte mal, frag Ignaz nach Dalimil. Ja, kann ich auch gleich machen, tatsächlich. Keine Vorkommnisse. Das sollte dann funktionieren.
Kerl, dem der Laden hier gehört hat, ist abgehauen, als Drachenfang gefallen ist. Oh, der Jan ist mal in Steam Online. So, what the fuck? Wie wär's mit ein paar schönen, scharfen Würsten? Ja, ich hab wohlhabende Adlige fallen auf. Es dürfte leicht sein, diesen Ignaz zu finden. Wirst schon sehen. Er hat der Stadt gute Dienste geleistet. Aber er ist ja auch ein Träger. Ein geborener Diener. Insofern kein Wunder. Oh, das Bier schmeckt doch gleich viel besser, wenn man keine Akasischen am Stadttor kratzen. Absolut. Gilbert sei Dank sind sie nicht in unsere Keller gelangt. Auftragsziel in der Nähe. Gucken wir mal, wo der Lappen ist. Okay. Stell dir nur das Gerede vor. Denk an meinen Ruf. Beruhigt euch, Lord Ignaz. Ich bitte euch. Sonst verrenkt ihr euch am Ende noch was. Verzeihung. Darf ich kurz stören? Hinaus! Sofort! Ich bezahle für alle Zimmer, weil ich meine Ruhe will. Also raus! Ich bitte um Entschuldigung. Erlaubt mir zu erklären. Seine Gnaden steckt gerade in einer misslichen Lage und ein Freund von Überraschungsbesuchen war er ohnehin noch nie. Radim, schmeiß diesen unverschämten Flegel sofort raus! Sofort, wie ihr wünscht, Lord Ignaz. Würdet ihr bitte mit mir hinaustreten? Ich hoffe, ich habe dir keinen Ärger bereitet. Wie? Ach nein, nein. Dieses Verhalten bin ich von meinem Herrn gewohnt. Allerdings haben die Ereignisse des Tages ihn besonders aufgewühlt. Man hat ihn seines Gepäcks beraubt, müsst ihr wissen. Die Diebe haben außerdem eine beträchtliche Summe Geld erbeutet. Geld, das der Wirt dieser Schenke schon bald sehen möchte. Befand sich unter den gestohlenen Dingen auch eine Waffe? Es geht um ein einschneidiges Schwert. Eine Händlerin, mit der ich befreundet bin, hat es ihm verkauft. Ah, ihr kennt also die Werte, Charon. Ja, das Schwert wurde ebenfalls gestohlen. Ah, ist doch gut, wir holen das Zeug zurück und nach Bezahlung. Dann hole ich das Gepäck zurück. Unter einer Bedingung. Was immer ihr verlangt, sofern es in meiner Macht liegt, es euch zu gewähren. Vernünftiger Mann. Danach möchte ich mit Lord Ignaz sprechen. Ein paar Minuten reichen, dann bin ich wieder weg. Mehr wünscht ihr nicht? Selbstverständlich. Dann ich will dazu sehen, dass er euch empfängt. Weißt du zufällig mehr über diese Diebe? Nicht viel, nein. Allerdings habe ich mich in der Gegend schon etwas umgehört und herausgefunden, wo sie zu finden sein könnten. Am sogenannten Lumpennest. Früher oder später landet angeblich jedes Stück Diebesgut in dieser verrufenen Ecke der Velcroi. Dann versuche ich es da mal. Ich rede in der Zwischenzeit mit Lord Ignaz, damit er zu eurer Rückkehr auf ein Gespräch eingestimmt ist. Das weiß ich zu schätzen. Danke. Gut. Nicht doch. Bitte gebt auf euch Acht. Ja, das kriegen wir schon hin. Gut. Jetzt will ich nochmal. Oh ja, nochmal kurz auf Toilette. Bis gleich. So, vielleicht mal den Salat kühlen.
So, da bin ich auch wieder. Ihr Süßen. Oh. Na gut. Ja, da muss ich halt durchlaufen. Komm. Dann ist es so. Du warst früher bei der Steinernen Wache, oder? Danke, dass du mit uns gegen die Akase schon gekämpft hast. So, gucken wir mal. Ach, Torgal. Was ist denn los? In der Sackgasse gelaufen. Ah, eine Ätherflut. Ja, da. Oha. Ich muss eigentlich mal die Monsterjagd machen, aber ich will eigentlich tatsächlich auch die Nebenquests machen. Na schön. Er muss ja immer so brüllen wie so ein Affe. Guck mal, da haben wir noch so ein Vieh. Jawohl, in den Sack. Das muss wehtun. Oh, okay. Es ging also auch ohne. Es ist halt schade, dass die Jill uns nicht weiter begleitet. Das würde tatsächlich das ein bisschen auflockern. Viecher. So, was müssen wir denn hier jetzt machen? Ach, die schon wieder. Hey, wir haben Besuch. Yep. Los, Männer, schlitzen wir den Biskal auf. Genau.
So, weg mit der Drecksau. So. Weg mit dem Sack. Ah, gab fast einen Huni an Fähigkeitspunkt. Das ist gar nicht so schlecht. Hol ich mir mal das Zeug wieder. Das muss Ignaz Gepäck sein. Scheint alles noch intakt. Also gut. Zurück nach Dalimil damit. Wie ich höre, warst du es, der mein Eigentum von diesen Dieben zurückgeholt hat. Wie ist dein Name, mein Freund? Wyvern. Es ist mir eine Ehre. Was für ein famoser Name. Nun, Wyvern, ich stehe wohl in deiner Schuld. Was? Radim sagte, dass du im Gegenzug nur wünschst, mit mir zu reden. Ist das wahr? Ja, ein wenig eurer Zeit ist mir Belohnung genug. Du bist ein seltsamer Bursche, Wyvern, aber gut. Worüber möchtest du reden? Wyvern interessiert sich für das einschneidige Schwert, das ihr vor kurzem von Charon erworben habt. Könnt ihr ihm mehr darüber erzählen? Oh, ein wahres Kunstwerk, dieses Schwert. Charon hat eine horrende Summe verlangt, aber ehrlich gesagt hätte ich ihr sogar Radim überlassen, um es zu bekommen. Es wurde in weiter Ferne geschmiedet, auf einem Kontinent jenseits des Horizonts. Also theoretisch. Dort wird es nur von den Meistern Asien. Der Schule einer wahrlich einzigartigen Schwertkunst verwendet. Ghost of Tsushima hat ja auch noch ein Dingsbums, noch ein DLC. Jeder Kampf durch einen einzelnen Hieb entschieden werden. Da muss ich eigentlich auch nochmal hin. Ihre Waffen lassen daher gar keine andere Art des Kampfes zu. Jedes ihrer Schwerter wird für einen einzigen perfekten Hieb geschmiedet. Es ist unvergleichlich scharf, doch beim zweiten Hieb bricht die Klinge. Die Schönheit dieser Waffe liegt nicht zuletzt in ihrer Vergänglichkeit. Aber wie kriegen sie die Klingen so scharf? Eine ausgezeichnete Frage. Mit einem Wetzstein, wie denn sonst? Besser gesagt, einer ganzen Reihe Wetzsteine. Hunderte Steine, die immer feiner werden. Tausend Runden mit einem. Ich hätte jetzt eher gedacht, das ist der Maststahl, also diese Falltechnik. Doch es ist der letzte Stein, der den Schwertern die legendäre Schärfe verleiht. Er besteht aus einem Mineral, das in Valisthea nicht zu finden ist. Das ist das Geheimnis hinter dieser atemberaubenden Klinge. Doch mein kleiner Vortrag steht in keinem Verhältnis zum Dienst, den du mir erwiesen hast. Darum nimm bitte dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Okay. Es ist ein Exemplar eines solchen Wetzsteins, von dem ich gesprochen habe. Weitaus seltener als die Klinge selbst. Okay. Ich denke, das ist eine angemessene Belohnung. Doch, finde ich tatsächlich ganz gut. Ich unterbreche nur ungern, Milord, doch ich fürchte, dass es für uns an der Zeit ist, aufzubrechen. Oh, in der Tat. Ich bin nämlich schon auf der Jagd nach dem nächsten Kleinod, musst du wissen. Noch liege ich im Rennen vorn, doch ich darf keine Zeit verlieren, damit man es mir nicht unter der Nase wegschnappt. Heißt das, es gibt noch andere Sammler wie euch? Viel zu viele. Doch nur einen betrachte ich als ernstzunehmenden Rivalen.
Lord Byron Rosfield. Dieser schreckliche Mann ist wie ein spitzer Stein im Schuh. Was ihr nicht sagt. Leb wohl, Wyvern. Ich hoffe auf ein Wiedersehen. Ja, das glaube ich dir. Radim, genug getrödelt. Lord Ignaz scheint euch regelrecht ins Herz geschlossen zu haben, werter Wyvern. Ich danke euch erneut für die Hilfe. Sofort, Milord. Ich eile. Das ist doch schön. Das sieht Onkel Byron ähnlich, so einen interessanten Rivalen zu finden. Gut. Mal sehen, ob Schledorn was mit dem Wetzstein anfangen kann. Warum denn nicht? So, was haben wir denn noch hier? So, dann kann ich zwei... Ja, zwei und drei kann ich fertig machen, das ist gut. So, Schledor, mein Guter. Ich wette mit dir, du kannst jetzt mehrere Stufen verbessern. Und ich komme nicht mit leeren Händen. Hast du mir etwa das Schwert mitgebracht? Nein, etwas Besseres. Wie? Einen Wetzstein? Ja. Aber keinen, wie du ihn in Valestea finden wirst. So, da erzählt ihm jetzt die Geschichte, die wir kennen. Kein Wunder, dass ich meine Schwerter nie so scharf bekommen habe. All das für einen einzigen Hieb. In einem sauberen Zweikampf mag das funktionieren. Aber auf dem Schlachtfeld, da wäre dein zweiter Gegner in jedem Fall dein letzter. Da hast du recht. Aber meinst du, du kannst den Stein trotzdem gebrauchen? Ja, das könnte ich. Mit dem richtigen Stahl kann ich damit eine Klinge schmieden, wie die, die mir Charon gezeigt hat. Nur vom Stein selbst würde dann sicher bald nicht mehr viel bleiben. Und einen zweiten werden wir in Valestea nie wieder finden. Noch dazu würde so ein Schwert einem Fluchbrecher nichts bringen. Was bringt uns ein Schwert, das nach einem Hieb bricht? Na, dann könnten wir unseren Leuten gleich Glasschwerter in die Hand drücken. Aber die Geschichte hat mich auf die richtige Spur geführt. Der Schlüssel liegt in der Körnung. Und es gibt nichts Feineres und Härteres als das Zeug aus den gefallenen Ruinen. Wenn ich damit unsere schweren Schwerter schleife, bekommen ihre Schneiden den richtigen Schliff. Verlass dich drauf, Clive. Ich schmiede uns Wunderwaffen. Die Fluchbrecher wird das sicher freuen. Nur gönn dir auch mal eine Pause. Genau. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich hab schon den Hammer geschwungen, da hast du dir noch in die Hosen geschissen. Und das werde ich auch weiter tun, bis ich tot umfalle. Clive, mal ganz im Ernst. Danke. Du und auch August. Ich bin froh zu wissen, dass ihr mir den Rücken frei haltet. Das werde ich ihm ausrichten. Und was deine Hilfe heute angeht, das erste Schwert, das ich mache, gehört dir. Die Materialien musst du aber selbst besorgen. Natürlich. Mach ich. Coole Sache. Kann ich jetzt ein besseres Schwert kriegen? Oh mein Gott. So, Rufpunkte. Das ist gar nicht so. Excalibur-Blau-Bauplan. Warte. Bevor ich jetzt nochmal auf Toilette gehe. Ist was kaputt? Und was darf sein? Excalibur. Grimal Kinnhaut, okay. Der ist auf 2.
Das könnte ich tatsächlich mal probieren, wenn ich es verbessern kann. Ist noch was? Ansonsten bringt mir das halt alles tatsächlich nicht viel. Ich schau mal noch kurz auf. Aufs Toi-Toi. Entschuldigung. Heute bin ich schlimm. Bin ich wieder. Zu deiner Nachricht. Du hast geschrieben, Torgal sei krank. Du kannst also doch lesen. Wer hätte das gedacht? Torgal ich krank? Ich weiß nicht, ob er wirklich krank ist. Aber irgendwas stimmt da nicht. Er will seine Leckerlis nicht. Die ausgekochten Knochen aus Mollys Brühe hat er immer geliebt. Und jetzt rührt er sie einfach nicht an. Das ist nicht normal. Deshalb frage ich mich, was mit dem armen Tier los sein könnte. Er will seine Leckerlis nicht. Scheuchst du ihn zu viel durch die Gegend? Nicht mehr als sonst. Ist es das, Großer? Brauchst du eine Pause? Was ist er nochmal? Ein Frostwolf? Laut Harpokrates, ja. Vielleicht hat es dann irgendetwas mit diesen neuen Kräften zu tun, die in ihm erwacht sind. Das könnte natürlich zusammenhängen. Ich werde mit Harpokrates reden. Mach das. Wie? Wenn jemand was weiß, dann er. Hundi hat Probleme. Hey, Onkel Byron. Dein Plan steht also fest. Das tut er. Naja, vor einem Kampf hast du dich so nie gedrückt. Das liegt wohl in der Familie. Dein Vater wäre stolz Danke, auf dich. Onkel Byron. Es wird da, er wird da oben bei uns sein, ganz sicher. Und währenddessen liegt hier unten alles in meinen fähigen Händen. Da sei ganz beruhigt. Das werde ich, Onkel. Okay. Ja, schließlich gibt es noch viel zu tun. So, alter Mann, erzähl mir mal, was mit meinem Hundi sein könnte. Harpokrates, ich habe eine Frage zu Torgal. Mit ihm stimmt etwas nicht. Ist er etwa krank? Das glaube ich nicht. Aber Charon ist aufgefallen, dass er keinen Appetit hat. Und das gab es bisher noch nie. Angeblich rührt er seine Knochen nicht mehr an. Und wir fragen uns, ob das mit den Ereignissen in Rosalie zu tun haben könnte. Das könnte tatsächlich sein. Ich hätte eine Vermutung. Canidae fressen vor allem deshalb Knochen, um an das nahrhafte Mark darin zu gelangen.
und ein Frostwolf wird da keine Ausnahme bilden. Es ist jedoch denkbar, dass Torgal schlichtweg das Interesse an unseren Suppenknochen verloren hat. Möglicherweise benötigt er für seine neuen Kräfte andere Nährstoffe als bisher. Dann könnte es nämlich sein, dass die Suppenknochen, die Charon ihm gibt, diesen Bedarf nicht decken. Frostwölfe reißen häufig größeres Wild, dessen Knochen andere Nährstoffe enthalten als die kleinerer Tiere. Es und jetzt ist Justin also, duschen, ne? Einen passenden Ersatz zu finden. Im Osten Rosarias leben gewisse Waisenantilopen, die mehr als doppelt so groß wie ihre kleineren Artgenossen sind. Ich glaube nicht, je welche gesehen zu haben. Kein Wunder. Diese Pflanzenfresser sind sehr scheu. Sie haben sich in entlegene Gebiete zurückgezogen. Wenn ich mich recht entsinne, trug sich die letzte Sichtung nahe Cressida zu. Das ist allerdings schon Ewigkeiten her. Immerhin. Ein guter Anhaltspunkt für die Suche. Weidmanns Heil, Clive. So, da müssen wir also riesige Antilopen vor unseren Hund suchen. Weil der andere Nährstoffe braucht. Da werde ich natürlich schnell hinarbeiten. Guck. Papa, es leuchtet so hell. Echt schön, oder? Wohl eher echt unheimlich. Wenn ich mit dieser Barrikade fertig bin, kommt ein Weg. Na gut, dann sei mal fertig mit der Barrikade. Bevor es jetzt von Akasischen nur so wimmelt. Man erkennt ja kaum was. Ein sonniger Tag. Au. So, Wouivre. Es gab eine gute Drachenkralle. Hä? Was ist das? Chronolithen beherbergen wie der Aeretestein einen virtuellen Kampfplatz, den allein Clive betreten kann. Jeder Chronolith stellt eine Prüfung dar. Ein wellentötender. Das klingt interessant. Phönix! Phönix!
Also hier darf ich jetzt nur mit dem Phönix kämpfen. So, jetzt aber. Jetzt aber. Phase 1 abgeschlossen. Okay. Zeitbonus, 157 Sekunden. Ist okay. Das ist jetzt Phase 2? Oder kann ich jetzt hier zurück? Warte mal. Okay. Und jetzt geht's zu Phase 2? Ja. Wir dürfen hier also nur mit den Fähigkeiten des Phönix arbeiten. Phase 2. Feuerschwall. Feuerwirbel. Ja, da machen wir das so. Komm, drauf geschissen. Wir müssen gleich nochmal neue Antilopen holen, weil unser Torgal, unser Frostwolf, mit den normalen Suppenknochen, die er von uns bekommt, keine Nährstoffe mehr kriegt. Yeah.
Ja, klar, natürlich. Der Dick ist echt assi, ey. Alter, die Drecksau. Irgendwie. Super. So, Sekunde. So. Nächste Phase, oh, das wird übel. Irgendwie mag ich den PlayStation-Controller nicht. Ich hab so das Gefühl, wenn ich zu lange Viereck drücke, dass ich dann echt hier so Probleme kriege. Aber es ist nur bei dem Controller so. Beim Xbox-Controller kein Problem. Jawohl! So, das läuft eigentlich ganz gut. Mal gucken, was die Kraft des Phönix und so zu geben kann. Alter! Oh, komm schon. Boah, das war viel zu knapp, ey. Leck mich am Arsch.
Das war schon. Aber gut. Bis auf die Lebensflamme bin ich eigentlich nicht so der vertraut mit den Kräften des Phönix. Aber die haben es schon in sich. Das muss man lassen. Phönix macht schon einen Job. Gut, Sekunde. Ja, ja. Bin mal gespannt, was diese Prüfungen halt bringen. Meine Lebenspunkte sind im Eimer. Letzter Abschnitt, okay. Oh, diese Drecksau. Mike Luskowski. Ach, komm schon. Das ist doch scheiße. Du machst viel zu wenig Schaden. Das gefällt mir gar nicht. Ich mag es nicht, wenn man einfach viel zu wenig Zeit hat. Die zwei waren echt zu übertrieben. Komm, ist egal. Machen wir jetzt mal mit der Nebenquest weiter. So, wir müssen jetzt nach Westen und dann nach... Ja, so südwestlich. Das ist okay. Können wir hier lang? Ja, können wir. So. So, das andere Vieh macht Torgal, kein Problem. So, Minotaurus. So. Fertig mit den Viecher. Alter, der Torgal, der geht gut ab, ey. So ein Frostwurf will ich auch haben. Als Haustier. Alter Schwede, der hat ordentlich was getankt, der Dicke. Es ist sehr ruhig hier. Wäre ich eine riesige Antilope, würde es mir hier gefallen. So, wir müssen jetzt Antilopen sammeln für unseren Hundi. Ja. So ist er, finden wir sicher nicht. Hast du Hunger, Torgal?
Was machen wir alles nur für unseren Hundi? Er hat Hunger. Er braucht gute Nährstoffe. Hat der alte weise Mann gesagt. Alter, voll das Vieh weggefetzt. Super, blutige Haut. Können wir hier was beim Fressen zugucken? Mal sehen, ob dir das schmeckt. Ja, das ist gut, das ist feini. Das deute ich mal als ja. Dann müssen wir uns wohl bei Hippokrates bedanken. Weißt du, was du bist, Torgal? Ein riesiger Welpe. Okay, das ist lustig. Du kannst den Knochen ruhig mitnehmen, Torgal. Charon wird sich freuen zu hören, dass du wieder frisst. Komm, Junge. Alles gut? Ja, super. Kannst du mal sehen. Kommt ja Justin zum richtigen Zeitpunkt. So. Haben wir uns aber um unseren Hundi gekümmert. Da ist der Justin happy. Und es ist alles gut. Ihr beide wart ja ganz schön lange unterwegs. Wart ihr draußen spazieren? Klar. So in der Art. Mollys Reste waren ihm also nicht mehr gut genug. Unser kleiner Torgal ist zum Feinschmecker geworden. Schon gut, ich hab verstanden. Irgendwie treibe ich dir noch mehr von diesen Knochen auf. Ich habe etwas Vorrat mitgebracht. Das sollte eine Weile reichen. Darf ich das hier lassen? Na klar. Das sieht doch froh, wenn es dem Hundi gut geht. Darfst du. Ausnahmsweise. Ja, ist noch nicht für mich, das war ein Hundi. Und richte Harpo meinen Dank aus. Elender Rechthaber. Ich wollte eh gleich zu ihm. Okay, ich feiere das. Ich feiere das wirklich. Der Humor des Spiels und dass wir auch tatsächlich eine Nebenquest um unseren Hund kümmern müssen. Durch seine Kräfte sozusagen. Brauche halt bessere Nahrung. Und da müssen wir halt was anderes besorgen. Clive. Und wie ist die Jagd gelaufen? Ziemlich erfolgreich. Wie immer lagt ihr mit euren Vermutungen richtig. Und Torgal ist mittlerweile wieder ganz der Alte. Sehr gut, sehr gut. Und ich soll euch von Charon grüßen. Dank euch hat sie eine Sorge weniger. Ah, da fällt mir ein. Nach eurem letzten Besuch habe ich über Torgals Kräfte nachgedacht. Erinnert ihr euch an unser Gespräch über Jills Rolle bei Torgals Verwandlung? Ihr sagtet, dass sie seine Kräfte geweckt hat. Genau das. Ich hielt es für plausibel. Doch mittlerweile sind Zweifel bei mir aufgekommen. Wisst ihr, der Fenrir aus der Legende diente einzig und allein Shiva. Auch er verfügte wohl über beeindruckende Kräfte. Und doch waren sie wohl etwas anderer Natur als das, was ihr bei Torgal beobachtet habt. Was wollt ihr damit sagen? Dass Torgal nicht nur mit einer Esper resoniert, sondern mit mehreren. Denkt doch, er ist nicht nur Jills Gefährte. Treu begleitete er auch euch, eurem Bruder und einst sogar Sid. Das heißt... Die Nähe zu mehreren Espern hatte Folgen für Torgal. Er hat sich auf sie eingestimmt. Und es wurden immer mehr, dank der Domini, die ihr besiegt habt, Clive. Ich kann nur spekulieren, wie all das Torgal beeinflusst hat. Er war in letzter Zeit wilder als sonst. Das überrascht mich nicht. Vermutlich wird er noch wilder.
Wir können von Glück reden, dass er unser Verbündeter ist und nicht einer unserer Feinde. Er ist mehr als das. Er ist ein Freund. Das hätte Justin sagen können. Super. Wunderbar. Jetzt wissen wir auch, was mit Torga los ist. Und der ist. Der macht das schon. So, jetzt müssen wir nach Nordstedt. Ich mache ja einfach mal die Nebenquest einfach weiter. Ich finde es tatsächlich ganz gut, mal ein bisschen was von der Geschichte reinzukriegen. Ich hoffe, das ist okay. Ich würde mir schon mal zur Not mein Notizbuch rausnehmen, falls der Justin sagt, mach jetzt endlich mal die Monster Hunter Quests. Es ist ein weiter Weg von hier zur Hauptstadt. Er könnte überall sein. Diese Viecher werden sich gründlich überlegen. Ah, Torga ist da. Super. Was ist passiert? Wenn ihr zu den anderen gehört, die haben mir schon alle Habseligkeiten abgeknöpft. Nein. Ich suche den Kollegen eines gewissen Rutherfords. Ihr habt ihn gefunden. Das ging schnell. Ich bin Alistair Rockford, Diener von Lady Arian aus dem Hause Bursley. Von den 7 hohen Häusern von Rosaria. Meine Großtante habe ich schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ist sie wohl auf? Ihr seid Lord Clive Rossfield. Oh ja, ja, ist sie. Meine Herrin hat mir erlaubt, dem Bediensteten eures Onkels zu helfen. Auf meinem Rückweg aus der Hauptstadt sah ich, wie Dorfbewohner auf offener Straße ausgeraubt wurden. Banditen. Sie sahen aus wie Feldarbeiter, aber letztlich spielte das keine Rolle. Ich wollte den Opfern helfen, aber jemand zog mir einen Knüppel über den Kopf. Wo sind sie? Oje. Nach Süden, Richtung Tor. Gut, ich kümmere mich um sie. Ich habe oft genug mit solchem Pack zu tun. Geht zurück nach Nordstedt. Ja, den machen wir fertig. Sagt, dass ich euch geschickt habe. Danke, das werde ich. Möge der Begründer euch beschützen. So, die machen wir fertig, diese Kacklappen. Geht doch nicht. Sie können es einfach nicht lassen. Ach, Leute. Meine Hübsche. So, machen wir den die Schwanzmade erstmal fertig hier. Wollinger, so muss das sein. Scheiß Banditen. Lauf so schnell du kannst in die Stadt. Hier sind sicher noch mehr Banditen. Wie läuft's bei dir bei Pokémon? Wollen wir uns da mal was annehmen? Das sind wohl alle gewesen. Ihr solltet doch zum Schleier gehen. Und zulassen, dass sich seine Hoheit der herzogliche Thronfolger allein in Gefahr begibt? Nennt mich einfach Clive. Und keine Sorge, mir geht es gut. Ganz im Gegensatz zu euch, wie es scheint.
Ich werde es überleben. Seltsam, dass die Garnison bei einem so dreisten Angriff vor ihren Toren nicht eingreift. Sie haben schon in der Stadt alle Hände voll zu tun. Oft senden sie nicht einmal Patrouillen aus. Nur wenige Arbeiter bestellen die Felder, noch weniger transportieren die Ernte auch. Die Marktstände sind fast leer und das, was noch übrig ist, kostet ein Vermögen. Nicht selten kommt es vor, dass sich die Leute um ein Stück Brot schlagen. Wie ich schon sagte, sahen die Männer, die mich angegriffen haben, nicht wie Banditen aus. Sie waren sicher nur verzweifelt. Rockford, hört mir zu. Wenn ihr eure Nachforschungen fortsetzen wollt, solltet ihr euch zuerst an einen Heiler wenden. Ich... natürlich. Ich kehre sofort zurück nach Nordstedt. Doch zuvor möchte ich euch danken. Wärt ihr nicht gekommen, ich... Dankt nicht mir, dankt Rutherford. Er hat mich schließlich geschickt. Er wird sich fragen, wo ich geblieben bin. Ich schicke ihm einen Stolas, sobald ich kann. Lebt wohl. Eine Sekunde. Unter diesen Umständen ist es kein Wunder, dass mein Onkel so beunruhigt ist. Ich sollte Rutherford sagen. Ja, kann man machen. Hab zwar nicht weitergemacht, aber wäre eine Option. Können wir heute mal so ein bisschen in Angriff nehmen. Dann gehe ich mal dahin. Wunderbar. Ihr seid also immer noch hier. Hier gibt es einen ständigen Strom von Händlern und somit auch einen ständigen Strom von Informationen. Apropos, meine beiden Kollegen haben sich gemeldet. Sie haben ihre Ermittlungen wieder aufgenommen. Dank euch. Ich war nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Beide schienen die Lage in Sturm ziemlich düster einzuschätzen. Ich fürchte, dass düster noch eine Untertreibung ist. Sturm steckt in der Krise und wir müssen etwas tun. So schnell wie möglich. Und wir müssen zusammenarbeiten. So wünscht es euer Herr Onkel. Das wünsche ich auch. Hehe. Flair-Atem, okay. Gut, wir haben jetzt erstmal einige Nebenquests gemacht. Ich will nicht alle direkt machen, aber... Ja, Justin, wollen wir wechseln auf Pokémon? So, machen wir mal hier in den Ruhemodus. Dann kann ich auch mal meinen Controller ein bisschen laden. Soweit ganz gut. Das habe ich aktualisiert.
Das Ding habe ich jetzt. Ist es jetzt in die 1 oder 2? So. Das dreht sich rum. Dann muss ich nur noch meine. Splatoon 3 gesteckt und hab's nicht einmal gezockt. Dann packen wir nochmal. Ich habe keine Ahnung, was ich da noch machen muss. Shisui da irgendwie was weiß. Da bin ich selbst leicht überfragt. Aber bestimmt hält für den Fall. Zocken wollen. Vielleicht was gemeinsam. So. Powered by Game Freak. La 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 la. So, hast du online? So, den Pokédex habe ich voll. Was fehlt mir denn hier noch? So, dann machen wir doch gleich nochmal hier neues Fenster. Ich brauche Schilterus. Und Bolterus. Hättest du da für mich was, Justin? Und könnten wir tauschen? Okay, das ist Final Fantasy Cross. Okay. Das ist fertig. Ein sauberer Strich. So, ...3000 Blaubeerpunkte habe ich. So. Schilterus und Bolterus fehlen mir noch, ne? So, Porygon Z fehlt mir noch. Warte mal. Die Frage ist, wie kriege ich das denn? Porygon 2 mit Dubios-Disk. Ja, Alola-Sandan. Fehlt mir noch. So, Blaubeerdecks. Und zwar die 164, ne? Bisasam, Bisaknosp und Bisaflor.
Shiggy. Ja, ist die Frage, ne? Shiggy und Bisasam. Weiß ich nicht, woher ich die kriege. Kanimani, oh wei. Aber ich hab... Warte mal. ...182 ist Gek-Arbor. Und Flemly. Ja klar, die ganzen Starter. Und Hydropi. Habe ich den Kram nicht? Atmurai hatten wir tatsächlich nur getauscht, ne? Meine ich. Igamaro. Und Finks. Foxy hab ich. 218. Bautz. Okay. Ja gut, das sind diese ganzen Starter, ne? Ich weiß halt nicht, ob ich die theoretisch kriege. Oder nicht. Flammiau. Theoretisch brauche ich die ja nur. Ne? 224 ist Robal. Gut, an sich, ne? Justin, wenn du die hast zum Beispiel. Oh, ich sollte die Aufnahme beenden.